Hey und herzlich willkommen hier zum nächsten Guide. In Zusammenarbeit mit meinem Bro zeigen wir euch den Generator Inarius. Guten Tag. Und ich fange jetzt einfach an mit den ganzen Items und dem ganzen Kram, was ihr braucht. Und zwar natürlich die 6 Teile vom Inarius. Da nehmt ihr den Schwur des Abenteurers und die Windrose mit. Dann die Zusammenkunft der Elemente. Ich habe jetzt hier die Lakuni-Schleicher mit bei. Alternativ könnt ihr aber auch die uralten Partanischen Schützer nehmen. Dann Daintys Bindung, Draguls rostiger Hauer, Legas Verachtung, im Cube, ganz wichtig, Nairs schwarzer Tod, die Tiefenwühler und Crispins Urteil. Ach ja, und die Steine, hätte ich jetzt fast vergessen. Den esoterischen Wandel habe ich mit dabei. Wenn ihr das aber gut aushaltet mit eurem Submon, könnt ihr alternativ auch Verderben der Geschlagenen oder Juwel des wirksamen Giftes mitnehmen. Noch mit dabei Stärke der Schlichtheit und natürlich Verderben der Gefangenen. Als nächstes folgen dann die Fähigkeiten, die euch mein Bro erklären wird. Gut, wir spielen hier in dem Bild eine Giftskillung, wegen Nirs schwarzen Tod. Da haben wir 4 Giftfähigkeiten dabei. Die erste wäre die Todessense mit der Rune verfluchte Sense. Sorgt dafür, dass die Gegner verflucht sind. Dann haben wir die Fähigkeit Skelettmagier mit der Singularität. Ist die einzige Fähigkeit, womit wir unsere Essenz sofort leer kriegen. Dann auf der 1 spielen wir die Knochenrüstung mit Verrenkung. Eine weitere Giftfähigkeit. Und sorgt dafür, dass der Dreifachschadensbonus von Crispins Urteil ausgelöst wird. Dann spielen wir auf der 2 die Todesnova mit der Rune Pest. Sorgt einfach dafür, dass wir in einem Mobhaufen weniger Schaden bekommen. Dann zur Mobilität die blutigen Pfade mit Kraft des Blutes, gibt uns Rüstung. Dann auf 4 die Skelette befehligen mit Mobbefehl. Ist die einzige Fähigkeit, die wir wirken können, ohne dass unsere Animation vom Sensenschwung unterbrochen wird. Dann als Passive spielen wir den letzten Dienst. Als Nap-Talent die wachsende Verderbnis, weil wir sowieso alles verfluchen. Die rasche Ernte, weil wir dann beim Boss schneller zuschlagen. Und den Einzelgänger, weil wir mit dem Mordbefehl keine Skelette da haben, weil wir sie töten. Das waren die Fähigkeiten. Nun zum Wetter. Nun folgen die Details. Ich werde hier mal ein bisschen darauf eingehen, was wichtig ist. Und zwar fangen wir hier mal mit dem Flächenschaden an. Das ist euer wichtigster Wert. Der sollte größer als 120% sein am besten. Als nächstes gehe ich mal auf den Crit-Schaden ein. Am besten was über 400% bis zum Maximum anstreben. Dann haben wir die Crit-Chance. Da wäre es schön, so um die 50% zu haben. Kann auch ein bisschen mehr sein, so wie bei mir. Als nächstes die Abklingzeit, da solltet ihr um die 25% haben für den Anfang. Erstrebenswert sind um die 30%. Wichtig ist, wo ihr könnt, den Giftschadenbonus, vor allem auf den Arm schienen und wenn ihr dann mal ein Amulett bekommt, was schön ist, dass das auch Giftschadensbonus hat. Als nächstes der Schaden für die Todessense, dass ihr den erhöht, den könnt ihr hier auf der Hose haben und auf der Hüfte. Worauf ihr noch achten könnt, ist, dass ihr die Paragon, also auf jeden Fall erstmal in die maximale Essenz steckt und dass ihr so einen Wert von 800.000 Leben habt. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr ein bisschen Paragon in Vitalität scalen, dann bekommt ihr auch auf diesen schönen Lebenswert. Und zu guter Letzt noch ein kleiner Tipp. Bei der Einhand und bei der Nebenhand wäre es schön, in den sekundären Rolls die 20 Essenz zu haben. Alle weiteren Details, wie was ihr speziell für die Hände sonst was tralala braucht, findet ihr alles in der Videobeschreibung. Da findet ihr zu jedem Item mit Doppelpunkt, was da die Primärstats sind und das könnt ihr dann dort auch mit Beschreibungslegende entnehmen. Und nun zeigen wir euch das 2-Jahrhunderter-Run. Ihr werdet ein paar schöne Impressionen sehen, werdet ein bisschen was vom Gameplay sehen. Viel Spaß! Unten ist ein Blue. Ist ein Blue. Ich pull auch hier weiter mittig im Baum. Kommst du hin? Ja. Spring. Das sieht sie Musst du schon, das jetzt hier sieht sie eine schon. Wand hinpacken, ey, was soll das? Einfach voll so hier. BAM! Bleib draußen! Scheiße! Weg mit dir! Raus, raus, raus. Und die werfen noch Feuerbälle nach die Ärsche. Ja, mit Barb und Monk ist das so viel entspannter. Gerade Ja. mit Barb, du hast so viel mehr Toughness. Halt so stupide mit diesen Illusionen. Die machen sich halt selber tot. 4% noch hier, können wir ein bisschen Trash Ja, machen. ja.
Naja, das muss fast schon reichen. Nutzt immer Genau, blutige Pfade um dahin. das ist richtig. Ja, nee, laufen wir auf Nice. Fall. Das ist dann smoothes Play. Jetzt so gerade am Ende haben wir das richtig schön gespielt. Jo. Wir schauen uns nun das 105er Gruppenplay hier ein bisschen an. Eingegangen, wo es blinkt. Du kennst unsere Barbaren. Der motzt einen immer so an. Ja, nur noch mal so in die Richtung geht, dann kann ich da die ganzen Sachen hinziehen. Mann, ey, scheiße. Entschuldigung. Gut Kick. Kommt dann in die Outtakes. Waren ein paar. Mitgezählt, wie viele Packs das waren. So, auf jeden Fall ziehen wir hier unten beim Conduit. Ja. Jedenfalls war es voll und unübersichtlich. Geht weiter, zieh das andere hinterher. Kommt hier hin zu Powerpile hin. Okay. Powerpile, jo klar. Ist drin. Zwei Blues, ein Yellow. Heiko feiert das hier bestimmt auch gerade. Nö, ich bin total tiefenentspannt. Nee, gleich kommt so. Können wir das so nochmal höher machen? Die sind ja voll die Lappen. Erfolgen Speed, Power und Conduit. Kann ich das bitte mal in einem 110 Solo haben? Bitte? In der Ebene würde ich 110 schaffen. Nice, Leute. Geiles Spiel. Sehr schön. Schönes Ding. Ja,